Hey, you sexy puppets! Welcome back to Crowny's YouTube channel. Enjoy the upcoming Counter-Strike video and make sure to hit that like button. Yo, wunderschönen guten Abend, Schwul Spritzer, Crowny's hier am Start und yo, Männer, wir haben den Spuligen und Spritzigen Giorgio mit dabei. Yo, was geht ab? Und wie ihr seht im Hintergrund, CSGO Hunter, das ist auch Coinflip, absolut sexuell geile Nummer, hype mich gerade richtig, finde ich richtig, richtig nice. Nö, finde ich scheiße. Findet er scheiße, aber den oberen Coinflip, das wäre auf jeden Fall ein Kandidat für den Giorgio. Aber wir widmen uns auf jeden Fall. Ja, alles klar, Digga. $499. Ich glaube, das machen wir als 60.000 Abo-Special. Also, haut auf den Abo-Knopf. Wir lassen uns auf jeden Fall mal das 100-Euro-Messer schmecken. Und danach geben wir noch ein paar Pots. Jetzt gucken wir erstmal, wird das Bro-Sticker will ich eh nicht abgeben. Warum? Das wäre doppelt an Rot eigentlich. Ja, wahrscheinlich, oder? So, 110 bis... Ah, guck mal, da sieht man auch direkt die Chancen zum Gewinn, wenn man mehr reinpackt. Okay, scheiße, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Machen wir mal so. Seht ihr, Freunde? Boah, das ist geil, oder? Das hat... Yeah. Das ist bei CSGO Big auch so, aber... Ja. Ein atemberaubend wie Asthma, ne? Anderes kann ich ja gar nicht sagen. Ich glaube, der Giorgio hat heute seine Zäpfchen nicht genommen, Freunde. Deswegen ist der weg durcheinander. Schau, grandios hier auf der Seite, Freunde. Klar, was spielst du ja. Skinwind auf deiner Seite, Digga? Ui, Kappa, Digga. Damit war ich gut. Ist das Video eigentlich schon raus? Von gestern 19 Uhr, ja. Ja, könnt ihr auf jeden Fall einschalten, solange ich hier den guten Trade annehme hier auf dem Handy. Ja, Freunde, ja, jetzt seht ihr auf jeden Fall, wie das funktioniert, wenn ein YouTuber eine eigene Seite hat. Kappa, Kappa, Kappa. So, Offer accepted. Jetzt bin ich gespannt. Was geht jetzt? Muss ich da noch auf? Du musst Watch gehen, Junge. Geh mal auf Watch. Oh, 4, Junge, 3, was? 2. LOL, komm. Oh, jetzt mach keinen Scheiß. Ja! Wir haben ihn am Start. Nice. Nice, nice, nice. Absolut leckere Nummer. Das war knapp. So, jetzt muss ich aber erstmal auch Kritik äußern danach. Dieses Fenster hier finde ich komplett lame. Überstandard, Digga. Überstandard. Der Flip ist wirklich nicht geil. Ich habe mich jetzt vorher so reingehypt, wir gehen jetzt mal zusammen durch, Freunde. Wir haben gerade gewonnen, absolut geil, aber wenn ich wo ich die Seite hier gesehen habe, grafisch, technisch, ein- und frei gemacht, super angeordnet. Wenn man sogar Depot sitet, dann sieht man, wie viel Prozent man hat, auch alles super übersichtlich, super transparent und dann kommt hier so ein scheiß Coinflip, was soll das denn? Da muss gefeilt werden an dem Coinflip, Freunde. Da muss wirklich gefeilt werden. Also der Weg bis zum Coinflip, absolut sexuell geil und sobald der Coinflip kommt, enttäuschend. Oder? Schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Wir hauen jetzt hier nochmal ordentlich Leckerschmecker in den Pott. Scheiße, da kommen wir leider nicht mehr rein. Kommen wir da noch rein? Kommen hier zwei Gutknives scorched? Ja, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und jetzt hören wir noch Giorgio Meinung dazu. Ja, na gut, ich finde jetzt die Coinflip-Seite sieht jetzt auch standardmäßig aus. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das mit der Depot-Seite finde ich auch cool, dass man prozentual sieht, wo man steht. Aber, ja, sonst finde ich es halt echt Standard. Aber bei Coinflip ist auch egal, wie einsteht, das Design ist. Da müssen die Leute sein, die Bock haben, Geld zu verlieren. So, das ist halt Coinflip, Digga. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass auch mein Trade-Offer schon da ist. Jawohl, da haben wir es. Und die konnten nicht abzwacken. Die können sich ja immer nur Prozente abzwacken, wenn man Items reinmacht, die sich abzwacken können. Heißt also, wenn ihr Coinflip spielen wollt, dann tut das sowieso erst ab 18, aber solltet ihr 18 sein und das machen wollen, dann guckt immer, dass ihr ein Item gegen ein Item spielt, ja? Und nicht 10 Items gegen 10 Items, weil dann können sich die Seiten auf jeden Fall einiges raussnacken. Das ist nicht Sinn der Sache. Ihr fahrt auf jeden Fall besser, wenn ihr ein Messer gegen ein Messer macht oder eine Waffe gegen eine Waffe. Dann können die Seiten sich nichts davon abgönnen. Und ja, jetzt warten wir ganz geschmeidig noch, um nochmal $131-Pot zu gewinnen. Ja gut, ist jetzt halt ein $270-Pot geworden. Ja, Digga. Oh, was? Der Giorgio? Er sagt halt nichts. Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn Giorgio so lange nichts sagt in dem Video, ja? Ja, normal, Digga. Da bereitet er immer irgendwas vor. Der Pot muss gut sein. Ich bin hier schon Stufe 41, Alter. Richtiger CSGO-Handzug, die, Alter. Bei mir geht es gar nicht mehr hoch. Ich habe einen Pot mal gewonnen, war Level 18 und seitdem geht es nicht mehr hoch. Keine Ahnung. Ja, Digga, weil es ja um die gesamte Zeit geht, Digga. So, ich habe ja früher so viel auf Hand Gambit, weißt du doch noch, Digga. Ja, ja. Aber so bei mir, ich hätte jetzt ja durch den Coinflip, ich meine, der war fucking $110, hätte ich ja auch ein Level dazu kriegen müssen, oder? Weiß ich nicht, wie das da gehandhabt wird, Digga. Ich glaube nicht, dass du so schnell ein neues Level bekommst. Ich bin mal gespannt. Also jetzt haben wir wieder knapp 100 reingepackt, danach müsste ich eigentlich mal ein Level aufsteigen. Wir haben hier 27%, absolut geil.
Der Spion ist auf jeden Fall den Scheiß. Boah, wie viele wir früher auf Hand gespielt haben. Ultra heftig. Da waren noch alte Zeiten. Ah, komm, komm. Nein. Easy peasy. Oh nein, Mates, er gewinnt. Er gewinnt. Er gewinnt. Nein. Natürlich, easy peasy. Wow, Alter, was ist auf dem Coinflip aufgegangen? Na, immer noch 500 Dollar, 120. Wollen wir noch einen Coinflip machen oder wollen wir noch? Mach Coinflip, Digga, das ist cool. Hier, so den. Ja, ja, ja. Jetzt so nochmal. Immer ruhig mit den scheuen Pferden, Digga. Digga, was ist das denn? Ja, ich, guck mal hier, ich habe gerade gepredigt, dass man nicht viele Items gegen viele Items bauen soll, sonst können die Seiten sich auch rausnacken. Deswegen nehmen wir uns das Gartknife hier, das ist lecker. Nee, Spaß, wir nehmen uns das da, das ist irgendwie geiler. Z-Track Knives sind nicht ganz so sexuell, feiere ich nicht übertrieben. So, ich muss von 114 auf jeden Fall was reinpacken. Okay, dann nehmen wir doch einfach direkt das hier und haben eine 47% Chance. Ja, würde ich sagen, das packen wir rein. Das packen wir rein und machen noch eine leckere Goldblieb. Und danach noch ein Putt. So, wenn wir den gewinnen, machen wir danach noch einen Putt, Freunde. Versprecher, Versprecher. Ein Putt. Boah, das ist ein richtig leckerer Putt gerade am Start, Digga. Echt? Sag mal, ja, ne? Oh, 250 Dollar Putt. Digga, da muss ich mal kurz rein in den Putt. Ja, ja. Ich komme auf jeden Fall auch hinterher, wenn ich jetzt den Coinflip gewinne. Ich hoffe, den gewinnen wir jetzt noch. Danach machen wir auch noch einen leckeren Putsch. Dann ist das eine runde Nummer. So, Offer accepted. Das muss ich hier wieder drauf drücken. 4, 3, 2, 1. Komm, CT, CT, bitte. Ja! Schon wieder gewonnen, Alter. Ja. Schon wieder gewonnen. Der Putsch ist es. Oh Mann, lass mich doch erstmal meinen Gewinn genießen, Alter. Bist du satt? Digga, ich bin Stufe 42. Ich habe ein Level gemacht. Jawohl. Lol. Jetzt mal gucken, ob ich gleich ein Level gemacht habe. Oh, leckerer Putsch. Komm, oh, leckerer Putsch, Digga. Come on. Absolut leckerer Putsch, Junge. Bitte. Lass den uns jetzt holen, Digga. Komm. Oh, oh. Ja, nein. Digga. Scheiße, Alter. Bei mir war es richtig knapp, bei dir sah es nicht so knapp aus, Alter. Kacke. Oh. Der leckere Putsch, Alter. Meine Fresse. Ein Putsch machen wir noch auf jeden Fall. Ja, ich nicht mehr. Ich guck zu, Digga. Du holst den Putsch. So, hier haben wir wieder bei Coinflip, wie gesagt, kein Minus gemacht. Also kein Item verloren an die Seite, weil wir immer schön ein Item gegen ein Item machen. Das ist auf jeden Fall vernünftig. So, haben wir angenommen, haben hier leckere Sachen am Start und jetzt holen wir uns den Putsch. Den Putsch holen wir uns jetzt nochmal 123 Dollar rein da. Ab geht's. Willst du echt nicht nochmal rein? Du hast das vorher gewonnen. Du hast einen gewonnen, einen verloren. Hast ja immer noch plus minus null, oder? Ja. Ja. Komm mit ein bisschen rein, Digga, komm. Ja, okay, sehr gut. Dann können wir hier zusammen uns freuen, wenn einer von uns gewinnt, wenn es ich bin. So, da sind wir auch drin. Level 19, ich habe auch ein Level gemacht. Hype. Der Putsch ist lecker. Hey, warum geht das so schnell? Scheiße, ich komm. What the fuck? Oh mein Gott. Voll waren. Und der eine schmeißt hier 100 mal Kack-Items rein. Guck mal, von dem sind alleine 50 Items. Was soll ich denn Putsch, damit? Och Mann, ich habe 65%. Das ist nur cool, Alter. Gott sei Dank, Digga. Dann machen das ist nur cool. Ja, wenn ich den jetzt gewinne, ja. Wenn ich den verliere, dann gibt es keinen nächsten. Komm bitte, mach kein. Ja. Oh, haben wir. Ich dachte echt, es geht auf dem Pad weiter. Haben wir. Okay. Plus gemacht, ist auf jeden Fall nice. Aber ich habe irgendwie Angst vor der Trade-Offer mit den 100 Sachen. Oh, cool. Hier ein paar Cases. Wäre nice, wenn du sein könntest. Ach, die Krone ist für den King. Oh, danke für die lieben Worte, Mr. Vogel HD. Kam noch nichts an. Egal, gehen wir schon mal in den nächsten Pod rein, während wir hier am Trade-Off am Warten sind. Was packen wir rein? Oh, Crimson Web, Kampfspuren, Statrick, Digga. Das ist auch ein Messer. Da kann man nicht allzu viel anfangen. Das kann auf jeden Fall auch in den Pod. Richtiges Gamble-Messer, Digga. Ja, das ist wirklich ein richtiges Gamble-Messer. So, gehen wir mal rein in den Putsch. Und hoffen, dass ach, ich muss sagen, die Kombination hier aus dem Coinflip und dem Jackpot gefällt mir echt, echt gut. Wenn die jetzt nur noch eine geilere Animation machen beim Coinflip, Digga. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Absolut ein bisschen enttäuscht. Oh, geil. Erstmal Trade-Offer mit 130 Items annehmen. Ja gut, Freunde, den Port, den machen wir auf jeden Fall noch. Ja, ich mach gar nichts mehr, Alter. Ich bin wieder verloren. Guck mal, hier steht in Trade, aber es ist halt einfach nicht in Trade. Keine Ahnung, was da los ist. Backt rum. So, jetzt nehme ich die ganze Nummer nochmal an. Jetzt kommt's. Lol, jetzt kommt's aufgeploppt. Und ich habe es noch nicht angenommen am Handy. Das hat einfach mal Verzögerung von 3 Jahren. Lol.
Oh, lecker, lecker Kenny S-Sticker. Hoffentlich spammt der andere Kollege nicht wieder irgendeine Kacke da rein die ganze Zeit. Oh mein Gott, Pod geht gleich los und es kommt einfach keiner rein, Bates. Ist belastend. Wir haben wieder einen $175 Pod, ist nicht ganz so geil. Ich würde mir auf jeden Fall gerne... Never mind. Der Pod ist da. Da ist ein Crown-Sticker drin. Der Pod ist da. Der Crown-Sticker muss zum Crony auf jeden Fall. Bin ich doch der Meinung. Komm, Alter. Bitte. Komm. Gib mir den Crown-Sticker. Komm. Wo ist er? Ja! Haben wir am Start, Alter. Geil. Leckere Nummer. Lecker. Heute lief echt richtig, richtig gut. Jetzt warten wir noch, bis der Trade-Offer hier ankommt. Ja, gut. So, Trade-Offer ist da. Lecker. Oh, packt gar nicht rum. Boah, lecker. Oh, hier haben wir ein Brightwater. Ist auf jeden Fall nice. Und der Crown-Sticker ist auch am Start. Wir haben heute auf jeden Fall richtig, richtig gut Plus gemacht. Könnt ihr rechts auf der Seite sehen, wie viel wir ungefähr Plus gemacht haben. Und ja, Männer. Ich würde sagen, das Video neigt sich jetzt auch dem Ende. Wir geben Jordo jetzt noch den Crown-Sticker, weil der Crown-Sticker so arg mag. Und wir ja auch mal nett sein können. Oh. Und außerdem läuft bei Jordo YouTube-Money nicht mehr so. Was, Digga? Ich habe gerade echt gedacht, wo du gerade gesagt hast, du willst mir den geben, dass das ein Bug wäre. Echt? Ich wollte schon zurückspulen, ja. Ja, kannst du ja gerne machen bei dem Video. Schadet nicht, der Watchtime. Sehr, sehr gut. Oh, das ist ja schon fast süß, Alter. Ja, das ist süß, aber nur Homo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Mates. Ich sag Spider-Man. Schaut beim Jordan vorbei. Der wird vielleicht auch ein Handvideo machen. Denke ich schon, dass er angeturnt ist. In diesem Sinne, Schlusswort geht auch an den Jordan. Jo, Leute, lasst auf jeden Fall Daumen hoch da. Und ich freue mich über meinen Crown-Sticker. Klar, ihr wisst, meine Sucht wird damit befriedigt und haut rein.